Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hatte in das hybride Seminar 2 angekündigt, dass ich ein neues Richtmikrofon ausprobieren würde. Und ich würde Ihnen ganz gerne heute zeigen, was Sie für 34 Euro bekommen. Und zwar ein Richtmikrofon von Neval. Ja, mit zwei Einstellmodi, nämlich einmal Tele und Normal. Wobei sich herausgestellt hat, dass die Tele-Einstellung einen besseren Ton produziert, weil sie die Höhenstärke berücksichtigt. Und ich würde Ihnen in diesem kleinen Video mal die akustischen Unterschiede zwischen drei unterschiedlichen Mikrofonen mit Richtcharakteristik zeigen wollen. Im Moment spreche ich durch ein Zoom H1N. Und das ist ein Stereo-Mikrofon, das aber eine Richtcharakteristik hat, also nach zwei Richtungen oder aus zwei Richtungen aufnehmen kann. Das zweite, was ich Ihnen zeigen würde, wäre eben dieses Neval für 35 Euro. Und das dritte, ich würde es neben das Rode halten, also ein professionelles Videomikrofon, und die dreimal miteinander vergleichen. Und in den Durchgängen 4 und 5 würde ich sehr gern das Neval und das Rode direkt als externes Mikrofon über das Zoom H1N laufen lassen. Und damit Sie sehen, wie ich das Ganze hier für Sie gestalte, schalte ich jetzt mal ein sogenanntes Voice Meter auf. Und Sie sehen ganz links, sehen Sie die Aufnahme mit dem Zoom H1N. Und in dem zweiten Slot ist jetzt im Wesentlichen das Systemmikrofon angeschaltet. Und das würde ich jetzt mal ganz kurz gerne mit dem Neval koppeln. Sie sollten an Ihrem Rechner einen Klinkenanschluss haben, einen Klinkenstecker, und dann können Sie das Ganze auch verwenden. Jetzt werde ich gefragt, ob es sich hier um einen Mikrofoneingang handelt. Ja, das Gerät ist an. Ich stelle es mal gleich in die Teleaufnahme, und sobald ich jetzt hier vor den Mund gehe, sehen Sie schon, dass der Balken ausschlägt. Ich würde jetzt mal das Zoom H1N abschalten und das So, das ist jetzt das Neval-Richtmikrofon direkt besprochen. Der Vorteil an einem Richtmikrofon ist, dass sobald ich die Geräuschquelle nicht mehr anvisiere, dass ich dann aus dieser Richtung auch keinen Ton mit aufnehme. Und damit ist so etwas wie ein hybrides Seminar in kleinen Gruppen möglich, wenn man über Videokonferenzsoftware Breakout Rooms nutzen will. Ja, ich zeige das nochmal ganz kurz, aber werde jetzt nichts Relevantes sagen. 1, 2, 3. Ja, und das funktioniert wunderbar. So, jetzt ist das Zoom H1N wieder aufgeschaltet, und ich würde jetzt ganz gern mal das Rode daneben halten. Rode ist ja bekannt für professionelle Mikrofontechnik, und auch das wird über ganz normal über Klinkenanschluss mit einem Laptop verbunden. Wenn Sie keinen Klinkeneingang an Ihrer Technik haben, ist das bedauerlich, lässt sich aber nicht ändern. Und jetzt müsste der Ausschlag schon da sein von dem Rode. Sie sehen, das ist ein bisschen niedriger. Das heißt, wir brauchen da eine kleine Verstärkung. Ja. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, jetzt dürfte es ungefähr in der Lautstärke-Richtung des Neval liegen. Das also ist das Rode Richtmikrofon, und ich mache jetzt denselben Test wie vor uns mit dem Neval. Ich halte es einmal von meinem Mund weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und da bin ich wieder online damit. Und schalte jetzt wieder zurück auf das Zoom H1N. So, jetzt das Zoom H1N wieder aufgeschaltet. Und ich würde die beiden Mikrofone jetzt nochmal als externe Mikrofone am Zoom H1N testen.
Und dazu muss man eigentlich gar nicht viel machen, außer. Achtung, es knackt vielleicht ganz kurz. Das Mikrofon. Hier anschließen und jetzt ist das Neve direkt über das Zoom H1N verbunden. Und ich würde noch einmal den. Ja, das ist jetzt ungünstig. Jetzt war das Mikrofon des Notebooks mit drauf. Jetzt hören Sie nur das Neva über das Zoom H1N. Und dann probiere ich noch ganz kurz das Rode aus im Vergleich dazu. Und das wäre jetzt das Rode am Zoom H1N. Auch hier sehen Sie, dass man die Lautstärke wieder ein bisschen erhöhen muss, um denselben Pegel zu erhalten. Ich bin jetzt gespannt darauf, wie das Ganze klingt. Würde jetzt mal auf das Zoom H1N zurückgehen. Nicht erschrecken. Muss ein bisschen aufpassen. So, jetzt bin ich mit dem Zoom H1N wieder auf Sendung. Und bin gespannt, wie das Ganze jetzt klingt. Ich denke aber, dass wir mit dem Neva in dem hybriden Setting sehr, sehr gut werden arbeiten können. Und freue mich schon sehr auf die Tests, die wir dann bald anschieben werden.